der Zorn und die Wut, die wir heute Morgen bei den Vertrauensleuten erlebt haben, ist Ausdruck von unzureichender Mitbestimmungskultur im Unternehmen. Offensichtlich sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer derzeit in einer kommunikativ schwierigen Lage, weil das Unternehmen selbst, der neue Eigentümer PSA, nicht klar macht, wo er eigentlich wirklich hin will, weil die Zusagen aus dem vergangenen Jahr nach wie vor nicht umgesetzt sind und auch völlig unklar ist, ob sie umgesetzt werden soll. Und deswegen ist Herr Tabarisch insbesondere auch als Person gefordert, seine Glaubwürdigkeit herzustellen, indem das, was zugesagt wurde, auch wirklich übersetzt und umgesetzt wird und nicht nur Kommunikationskampagnen organisiert werden. Es muss endlich in der Substanz bei Opel etwas passieren. Und da darf man sich von einigen Zahlen auch nicht irritieren lassen. Es gibt noch viel zu tun. Und die Voraussetzung dafür, dass das am Ende erfolgreich ist, ist, dass die betriebliche Mitbestimmung erhalten bleibt und auch gelebt wird. Und da muss man deutliche Zweifel daran haben, dass die Unternehmensführung das auch so sieht. Welche konkreten Zusagen meinten Sie eben, die Herr Tabarisch gemacht und nicht eingehalten hat? Herr Tabarisch hat im vergangenen Jahr sowohl Investitionszusagen gemacht, als auch Modellentwicklungen Zusagen gemacht, insbesondere auch für Eisenach, genauso wie für Rüsselsheim. Diese Investitionen stehen nach wie vor aus. Sie sind nicht entschieden. Der aktuelle Tarifvertrag sieht vor, dass die Investitionsplanung vorgelegt werden muss. Nach unserem Kenntnisstand ist das bisher nicht erfolgt. Und deswegen ist PSA und insbesondere Tabarisch gefordert, jetzt endlich Substanz diesen Versprechungen zuteil werden zu lassen. Haben Sie heute auch gehört, was man lesen konnte, dass Paris komplett durchregiert hier in Rüsselsheim? Nach den Gesprächen am heutigen Tag mit den Vertrauensleuten und der IG Metall muss man klar sagen, offensichtlich versucht man, französische Unternehmenskultur in Rüsselsheim durchzusetzen. Die gelebte Sozialpartnerschaft in Deutschland ist in Frankreich eben nicht existent. Das wird am Ende nicht gut für das Unternehmen enden. Man weiß, dass gerade bei Rüsselsheim die lebendige Sozialpartnerschaft die Grundlage dafür war, dass das Unternehmen auch erfolgreich war. Und ich kann an PSA und an Herrn Tabarisch nur dringend appellieren, seinen autoritären Kurs zu beenden und die Regeln der betrieblichen Mitbestimmung ernst zu nehmen und nicht nur in Interviews zu betonen.